ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Pixu und hier auf diesem Kanal bekommst du alles rund um das Thema Nähen, meine Schnittmuster und das Plotten. Heute machen wir weiter mit der Serie über Reißverschlüsse. In den ersten beiden Videos dazu habe ich dir schon einmal die Basics zu Reißverschlüssen erklärt. Die beiden Videos verlinke ich dir da oben unter dem i. Heute geht es mit dem Einnähen eines sichtbaren Reißverschlusses weiter. Sichtbare Reißverschlüsse findest du manchmal als Deko an Kleidungsstücken, beispielsweise bei Kleidern in der hinteren Mitte, am Halsausschnitt oder eben an Taschen, wo sie so kleine zusätzliche Täschchen verschließen können. Wie ein solcher Reißverschluss, der sichtbar ist, genäht wird an einem Beispiel einer Tasche, möchte ich dir heute zeigen. Und zwar zeige ich dir das Ganze am Beispiel des Pixu Hipster Bag. Das ist ein kostenloses Schnittmuster für einen Beutel, den du dir auf den Rücken schnallen kannst und als Rucksack nutzen kannst. Und dieser Beutel hat eben eine kleine Innentasche, die mit Reißverschluss genäht wird. Einen sichtbaren Reißverschluss einnähen zu können, müssen wir erstmal zwei Stoffstücke zusammennähen und hier eine kleine Aussparung nähen. Dafür legst du dir einen Taschenteil, in dem Fall von dem Innenbeutel, auf deinen Oberstoff und nähst diesen in einem Rechteck fest. Lege dir das Ganze also so unter deine Nähmaschine, dass du wirklich hier in dieser Ecke starten kannst. Wenn das Ganze schön positioniert ist, dann kannst du hier die Nadel schon entfernen. Und beginnst dann mit der geraden Naht, um eben diese Tasche festzunähen. In der gegenüberliegenden Ecke angekommen, wieder versenkte Nadel im Stoff und den Stoff unter dem Füßchen einmal drehen. Dann nähst du die kurze Strecke. Wiederholst das Ganze mit dem Drehen und nähst wieder die gerade Strecke. Noch einmal drehen, die kurze Strecke nähen und ich nähe jetzt immer noch ein bisschen in die angefangene Naht hinein, da ich am Anfang nicht versäubert habe. Und anschließend ist der Teil der Tasche aufgenäht. Damit daraus jetzt auch wirklich eine Tasche wird, müssen wir den Innenteil der Naht jetzt aufschneiden. Dafür nimmst du dir wieder eine kleine Schere und schneidest hier am besten genau mittig den Stoff einmal ein. Und schneidest dann zur Kante entsprechend gerade durch. Endest hier genau vor der Kante und von da aus schneidest du dann schräg in die Ecke rein. Passe dabei aber unbedingt auf, die Naht nicht zu verletzen. Dadurch entsteht hier in der Ecke so ein kleines Dreieck. Das machst du auf der anderen Seite ebenfalls. Wieder kurz vorher enden und von der Endung in die Ecke schneiden. Hast du das Ganze jetzt in der Art aufgeschnitten, wird dieses Taschenteil nach innen reingestopft und quasi auf die andere Stoffseite gewendet. Jetzt musst du zwingend an dein Bügeleisen gehen, um die ganzen Nahtzugaben bzw. Nähte schön in den Bruch zu bügeln. Du faltest das hier jetzt also schön um. Das geht mit der Flieseline mal ganz toll, weil die ein bisschen Stand gibt. Dafür ist sie eben auch da. Und faltest das jetzt schön um, sodass die eben genähte Naht, mit der wir die Teile verbunden haben, genau im Bruch liegt und hier eben entsprechend diese Aussparung entsteht. In diese Aussparung wird jetzt der Reißverschluss eingenäht und zwar legst du ihn dir entsprechend genau in die Aussparung hinein
und kannst ihn dir dann hier auf der rechten Seite des Beutels mit Nadeln entsprechend fixieren, sodass er mittig in der Aussparung liegt. Dafür stichst du die Nadeln parallel zum Reißverschluss ein. Und fixierst ihn so genau in der Mitte der Aussparung. Achte dabei so ein bisschen darauf, dass du dir nicht selber in die Finger stichst. Das kann nämlich hier relativ schnell mal passieren. Auch auf der Seite kannst du dir den Reißverschluss entsprechend einmal fixieren. Beziehungsweise hier am besten entgegengesetzt, weil wir dann die Nadeln später rauskriegen. Das ist auch so die einzige Position, wo ich Nadeln immer in Nahtrichtung bzw. entgegengesetzt der Nahtrichtung in den Stoff einsteche. Ansonsten läuft meine Nadelposition immer quer zur Naht, weil es besser rauszuziehen ist. Und so ist es für den Reißverschluss eben einfacher, den entsprechend auch zu fixieren. Nun geht es an die Nähmaschine und der Reißverschluss wird innerhalb dieses kleinen Fensters eingenäht. Bedeutet, du fängst hier oben in der Ecke an und nähst hier einmal ringsherum den Reißverschluss entsprechend fest. Natürlich sollte man auch so ein bisschen auf die Nadeln achten, damit man sich selber nicht verletzt. Während des Nähens ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass natürlich der Schieber später hier in diesem Ausschnitt entsprechend zu sehen ist, damit du den ganzen Reißverschluss auch auf- und zumachen kannst. Und er überhaupt irgendwas bringt. Bedeutet, du nähst jetzt diese Naht hier oben einmal gerade bis zur Ecke. Anschließend nimmst du den Schieber deines Reißverschlusses und schiebst ihn dir in die Mitte des Reißverschlusses. Nähst dann diese kleine Kante und nähst hier ein Stückchen weiter. Schiebst den Schieber an das Ende zurück, nähst wieder geradeaus weiter. Der Schieber bleibt hier hinten und anschließend kannst du die Naht hier hinten beenden. Ich zeige dir das Ganze jetzt einmal an der Nähmaschine, damit du weißt, wie ich das meine. Um den Reißverschluss jetzt einzunähen, nutze ich auch das Reißverschlussfüßchen, denn damit kann ich gewährleisten, dass ich wirklich knappkantig hier an der Naht entlang nähen kann, um den Reißverschluss entsprechend einnähen zu können. Der Reißverschluss sollte jetzt also relativ mittig liegen und diese Nadel steckt nicht so schön, wie ich das ganz gerne hätte. Deswegen entferne ich sie. Und jetzt lege ich mir das Ganze unter meinen Nähfuß, sodass ich hier oben in der Ecke entsprechend starten kann. Ich nähe jetzt also den Reißverschluss mittig knappkantig in die Aussparung ein. Ich versäubere bzw. verriegel am Anfang der Naht. Und nähe jetzt hier eine gerade Naht herunter. Und das Ganze immer noch so ein bisschen fixieren, hebe ich zwischendurch, beziehungsweise so richtig hinzuschieben, wo es sein soll, hebe ich zwischendurch immer ganz gerne nochmal das Nähfüßchen an. Kurz bevor du jetzt am Ende angekommen bist, gehst du einmal hier unter und nimmst diesen Schieber und schiebst ihn in Richtung Aussparung. Dafür kannst du den Nähfuß auch heben, dann ist es ein bisschen einfacher, den Schieber zu verschieben und schiebst ihn an dem Nähfüßchen und an der Nadel vorbei. In dem Fall entferne ich auch diese Nadel nochmal, weil mir das ganze Schieben dann etwas einfacher fällt. Schiebst es also an der Naht vorbei, kannst dann das Nähfüßchen wieder senken und nähst jetzt den Reißverschluss weiter fest. Immer im Abstand von ungefähr 0,5 cm zur Bruchkante. Wenn du an der Ecke angekommen bist, hebst du den Nähfuß und dann kannst du das ganze Nähgut unter deiner Nähmaschine wenden. Und jetzt nähst du über den Reißverschluss rüber. Bei Plastikreißverschlüssen ist das nicht so das Problem. Bei Metallreißverschlüssen solltest du etwas vorsichtig sein und gegebenenfalls das Stückchen mit der Hand nähen, damit du dir die Nadel nicht kaputt machst. Und so nähst du jetzt entsprechend darüber, wendest wieder
unter deinem Nähfüßchen dein ganzes Nähgut und nähst diese Strecke entsprechend einmal zurück. Und damit auch der Schieber uns hier wieder nicht stört, wird er genauso wie eben gerade schon wieder zurückgeschoben. Und du kannst deine Naht entsprechend zu Ende nähen. Auch hier wieder Füßchen heben, wenden. Und am Ende der Naht verriegeln. Und so sieht dann dein fertig genähter Reißverschluss auf und du kannst entsprechend den Beutel nach der Anleitung für den Pixo Hipster Bag weiternähen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du konntest so ein bisschen nachvollziehen, wie man einen sichtbaren Reißverschluss einnäht. Wenn du dir diesen Hipsterbag nähen möchtest, dann schau doch auch mal in dem Video vorbei, das ich dir ebenfalls unter dem i verlinke. Da findest du die gesamte Videoanleitung zu dem Hipsterbag und das Schnittmuster, das kostenlose Schnittmuster, verlinke ich dir hier unten nochmal in der Infobox. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir für dieses Video, sollte es dir gefallen haben, einen Daumen hoch gibst und hier unten meinen Kanal abonnierst. Wenn du zusätzlich noch diese kleine Glocke läutest, dann verpasst du auch kein weiteres Video, das hier auf diesem Kanal hochgeladen wird. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Einnähen von sichtbaren Reißverschlüssen und noch einen schönen Tag. Tschüss!